Ja, wunderschönen, liebe Elden Ring-Freunde, zu diesem neuen Video, wo es heute um eine richtig, richtig nice Early Game-Rüstung gehen soll. Und die ist gar nicht so leicht zu finden. Das ist so eine kleine Mini-Quest. Und zur Rüstung selbst, die schaut verdammt nice aus und hat auch sehr gute Stats. Also fürs Early Game könnte das wirklich eine der besseren sein. Werden wir gleich sehen, wo. Und wie funktioniert das Ganze? So, wo? Wir sind da im Dorf der Albinaurix, oder wie das heißt. Das ist ziemlich zum Beginn, ne? Also, da haben wir gegen Godric gekämpft, also zum Beginn vom ganzen Spiel halt, meine ich. Und da müssen wir einfach nur da hoch und da ist dieses Dorf. So, dann ist Folgendes, und mir ist da was passiert. Da würde jetzt ein Gegner stehen, den haut es einfach weg. Und dann ist hier hinten ein Topf, also eine Art, ein runder Topf. Und wenn ihr da einmal drauf haut, dann kommt dieser NPC da raus. Warum kann ich das nicht zeigen? Weil ich zweimal drauf gehauen habe und dann war der NPC böse. Ich werde heute noch ein Video droppen, wie das dass ihr das seht, wie das funktioniert, dass man NPCs wieder gut macht, praktisch, dass sie einen nicht mehr feindlich gesinnt haben. Drum ist der Typen da schon heraus, da steht normalerweise ein Topf und du schlagt sie praktisch einmal drauf und dann kommt der da raus. Wait then. You're not one of them. Well, what a relief. Oh, goodness me. I am Albus, an Albinoric. As you can see, we're finished. The whole village is finished. The curse mongers have destroyed everything. No one that remains has their wits about them, I beg you. Would you look after this medallion? You must keep it out of the curse mongers' hands. So, wir erhalten das geheime Halbkaugummi-Medaillon. Keine Ahnung, wie das heißt, irgendwie so, ne? Das brauchen wir ganz dringend. And if you should meet the young Albinoric Latena, then please give it to her. Und er sagt eben, wenn wir diese Abtrünnige finden, dann soll man es ihr geben. The chosen land awaits us, Albinorics. The medallion is the key that leads to the city. It's only a quaint treasure. For we who cannot make the but for dear Latena, it is needed. So, jetzt reisen wir in die Tafelrunde. Tafel der Gnade, Tafelrunde ist ja im Wirtshaus. So, und jetzt haben wir da einen Invader. Und den müssen wir töten. Da kommt mehr, Alter. Oder alte. Zack, tot. Großen Gegner zu Fall gebracht. Nur so groß war er nicht. Ich schätze mir 1,60. Und jetzt kommen wir in die echte Tafelrundfeste und erhalten den greifenden Knochenhandsplitter oder was das ist. Und das Coole, Leute, ja, so bin ich falsch. Ja, falsch. Da liegt jetzt ein Item. Und da haben wir das komplette Rüstungsset. Helm des Toten Königs, Rüstung des Toten Königs, Stulpen des Toten Königs und Beinschutz des Toten Königs. Also absolut fantastisch. Schauen wir uns natürlich sofort an. Er ist ein bisschen schlechter als der Wolfskopf. Der Wolfskopf ist ja wirklich gut. Oh, aber schaut euch das an, wie gut das ist. Wow.
Er schaut natürlich verdammt nice aus. Richtig verbrannt. Er ist aber natürlich ein Fettroll, natürlich ist sehr schwer, ne? Aber so kommt man zu dieser absolut coolen Rüstung eigentlich direkt im Early Game. Und das muss man auch mal wissen, ne? Das muss man auf jeden Fall auch mal wissen, weil so leicht ist das nicht zu herausfinden. Leute, wenn euch das Ganze gefallen hat und wenn ihr mehr von Elden Ring sehen wollt auf diesem Kanal, lasst gerne ein Abo da. Nur mehr freue ich mich natürlich über ein nettes Kommentar und am meisten freue ich mich, wenn ihr euch mit mir ein Bier aufmacht. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Jack FromSoft.